Da ist er, unser Lieblingsarchäologe, und damit willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Es geht langsam, aber sicher in die heiße Phase. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Hops. Whose dreams were shattered here? I sense King Nob's Babylonian presence. So, ich weiß, dass ich mir das eigentlich sparen könnte. Aber diese Krabbelfiecher sind mir über das ganze Spiel so sehr auf den Sack gegangen, dass ich da echt gerade nicht widerstehen konnte. Ich überlege gerade, mich jetzt erstmal ein bisschen hier unten umzusehen. Aber das bringt nicht viel, weil ich dann nirgendwo hinkomme. Hier auch nicht, okay. Ich will da noch mehr Medizin. Okay, vielleicht ist da ja noch anderes. Now what? First aid. Ich glaube, diese Erste-Hilferolle hilft dem jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, da muss eher ein neuer Kopf drauf. Okay, ich nehme nicht an, dass ich da so wieder hochkomme, deswegen. Ups. Machen wir das so. Schön gefangen, sehr schön, Indy. Und wieder der langweiligste Part im ganzen Game. Hinten die Viecher. Ach da. Das sah endgültig aus. Was war hier noch? Hier war ja nichts, genau. Oh, das nehme ich zurück. Weil gegen die zu kämpfen habe ich jetzt auch nicht so wirklich Bock. Da war aber auch, glaube ich, wirklich nichts. Außer halt Spinnen. Skorpione. Ich sehe hier von hier oben platt machen. Sehr schön. Ich glaube, da wird auch nichts mehr sein. Ich erinnere mich langsam, aber sicher ein bisschen an so einzelne Szenen hier. Und ich weiß, dass viele Sackgassen waren. Stimmt. Der braucht was. Komm, sag's dem Zuschauern. Na gut, dann sag's ihm eben nicht. Dem fehlt ein Arm. Oder muss ich dafür den Hebel ziehen? Ich will. Nee, das will ich euch jetzt einmal zeigen. Komm. Hmm.
what are you? The doorman, I'll bet. Missing an arm, though, huh? Siehste, Indy lässt sich auch hier den Spaß nicht nehmen. Alle, hopp. Aha. Da geht's ziemlich weit runter, aber da wollen wir nicht rein. Hier nicht mal was, um da einigermaßen sicher runterzukommen. Ich habe jetzt auch keine Lust hier gleich so verschwenderisch anzufangen. Ich habe zwar die Medizin gerade da und habe auch tonnenweise davon, das gebe ich gerne zu. Ein Silberbarren. Und wie komme ich jetzt an den? Kommt da noch irgendwas an Krabbelfiechern? Komm, ich kenne euch doch. Warum überrascht mich das null? Ich schätze mal einfach, wenn man das lange genug spielt, stumpft man da auch echt ein bisschen ab. Und weiß halt einfach, was einen erwartet. So, da ich jetzt aber keinen Bock auf eine Konfrontation mit den Bewohnern habe, weil einfach noch genug Geld in der Kasse ist und ich da jetzt nicht für 10, 20 Taler runter will, laufe ich einfach weiter. Oh nee. Ja, ich erinnere mich. Die Falle war ziemlich ekelhaft. Die Falle ist echt ekelhaft, weil das ist Physik. Wer jetzt in Physik gut aufgepasst hat, dürfte hier im Vorteil sein. Eigentlich habe ich das mit Physik auch so ein bisschen drauf. Ja, manchmal kann es auch einfach sein. Nein, Indy, nicht hochspringen. Ist auch geil. Du stehst vor einer komplett dunklen Wand und musst dann mehr oder weniger erraten, dass du klettern musst. Dafür ist ja eigentlich das Feuerzeug da. Ah, gut. Ich sag mal nichts. Ja. Ach nee, hier muss ich rein. Macht mich wahnsinnig. Wirst du irgendwann bescheuert von dem Kopf? Zumal, wenn du dann wie ich auch noch so Kopfhörer und so auf hast, weil du keinen Bock auf ein Echo hast, dann wird's ja auch, dann wird die ganze Sache erst richtig unterhaltsam. Das ist ja wirklich die ganze Zeit. Na komm. Gut, lege ich es eben auf den Boden, kann ich hier an. Kann ich auch. So. Ich weiß, auch hier kommen gleich wieder Krabbelfiecher.
Aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, da hinten kamen sie schon angedackelt. Aber wie gesagt, ich werde dich jetzt mal ein bisschen ignorieren. Nicht nur, weil ich jetzt keinen Bock habe, hier kreuz und quer und mich noch mit diesen Krabbelfiechern. Nein, der hat sich festgehalten. Wie blöd bin ich denn? Weil ich jetzt auch keinen Bock habe, mich mit diesen Krabbelfiechern hier auseinanderzusetzen, sondern auch, weil einfach die Reisekasse genug gefüllt ist. Kann man mal so ein bisschen auf Level Progress gucken. Ich werde natürlich noch gucken, dass ich den einen oder anderen auch mitnehme, keine Sorge. Aber jetzt ist hier erstmal das ein bisschen auf Priorität. I might be able to whip that thing. Well, that ought to do it. Sehr hübsch. Hey. A mechanical arm. Ein mechanischer Arm. Ich kenne zufällig jemanden, der sich genau über sowas freuen würde. Da bin ich mir sicher, den kennt ihr auch. Ja, stimmt. Ich komme hier nicht zufällig da vollständig mit rüber, oder? Look what I found. Dann würde ich mal sagen, auf in den Kampf. So, willkommen bei deiner letzten Ruhestätte, Alter. Welche Richtung? Oh, wieder die grünen, die dunkelgrünen. Das war eine tödliche Falle? Okay, kann ich auch. Stoi! Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir so viele wie möglich von denen mit. Hui. Oh, schöner Treffer. Du kleine Ratte, bist von der anderen Seite gekommen, ne? Das nenne ich mal eine Schießerei. Ja, lauf ruhig zu den Spinnen. Oh, sehr schön. Pump ihn ruhig voll. Hey. Komm schon, hoch mit dir, Doktor. Komm, das ist deine Sporteinheit. Wundert, dass der Bereich nie bewacht ist. Aber egal. Na, da freut er sich. Open Sesame.
used to think I knew a lot about archaeology. Also, ihr habt gesehen, ab jetzt machen uns nicht nur die Russen Probleme, sondern auch die mechanischen Gegner. Habt ihr ja gerade gesehen, der so wunderbar mit seinen wunderschönen Klingen rumgerollt ist. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, schauen uns hier im nächsten Part mal in aller Ruhe um. Auch in diesem mechanischen Grab kann man ja jetzt fast schon sagen. Und ja, das war's für heute. Danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.